Mein Name ist Rudi Fischer, ich bin Künstler hier in Potsdam und bin heute im Gespräch zu meiner Ausstellung Zeichen der Zeit mit Dr. Martin Schmidt. Er ist vom Leibniz-Institut für Zeitforschung. Wollen Sie noch selbst etwas sagen? Martin Schmidt, ich bin Historiker und arbeite an der Technischen Universität Darmstadt und bin assoziiert am Zentrum für zeithistorische Forschung und habe dort meine Doktorarbeit zur Geschichte der Digitalisierung in Deutschland geschrieben und jetzt kürzlich verteidigt und habe mir angeschaut, inwieweit die Digitalisierung die Kreditwirtschaft verändert hat in Ost- und Westdeutschland, DDR und Bundesrepublik. Und wir stehen hier vor meiner Arbeit, die heißt Crooked Piece of Time. Das heißt, wir leben in schrägen Zeiten. Dargestellt sind mehrere Krisen der letzten Dekaden, von der Terrorismuskrise, 9/11 bis hin zu Corona. In der Abfolge kommt Fukushima drin vor, dann kommt die Klimakrise oder auch die Finanzmarktkrise drin vor. Wir schlittern also von einer Krise zur anderen, die menschengemacht ist. Und da kommt auch das Thema Digitalisierung drin vor, wenn man überlegt, dass wir mittlerweile ja innerhalb der letzten 10 Jahre 5 Milliarden Mobilfunktelefone und die ganze Digitalisierung voranschreitet. Die Menschen haben zunehmend auch Angst durch das, was auf der Digitalisierungsstrecke passiert. Künstliche Intelligenz vernichtet Arbeitsplätze, Überwachungsmechanismen. Wie sehen Sie das in der Abfolge dieser Krisen von der Digitalisierungsseite? Ich denke, es ist entscheidend, die Digitalisierung einzuordnen in eine längere Zeitachse. Und zwar ist es mir in meiner Forschungsarbeit möglich gewesen, deutlich zu machen, wie früh eigentlich Digitalisierungsprozesse schon einsetzen und dass diese Digitalisierungsprozesse auch nicht aus dem Nichts kommen. Ich konnte zeigen, wie bereits in den 1950er Jahren erste Ansätze für Digitalisierungsprozesse umgesetzt wurden und begonnen wurden. Und dabei lässt sich zeigen, dass stets ein Diskurs die Digitalisierung begleitet hat, der angstbezogen ist. Es war also immer dieser Diskurs, der sich mit Digitalisierung verbunden hat, bei dem eine Sorge vor menschlicher Substitution stattfand. So wurden beispielsweise Computer anfangs nicht Computer genannt, sondern das Spannende ist eigentlich, dass sie auch anfangs Roboter genannt wurden und eine Art menschlicher Ansatz auf sie projiziert wurde. Es ist also als Historiker entscheidend, sich nicht nur die Technik an sich anzuschauen, sondern auch die menschlichen Diskurse und eben die Projektionen, mit denen eben diese Technik aufgeladen wird. Davon ausgehend lässt sich dann im längeren Zeitverlauf aber sehr gut zeigen, dass viele dieser Ängste, die damit verbunden wurden, deutlich anders sich artikuliert haben in der historischen Entwicklung, genau als auch die Hoffnungen. Also Digitalisierung als ein ganz klassisches historisches Thema, bei dem Menschen eine Technik aufladen mit großer Hoffnung und mit großen Ängsten. Ganz konkret kann ich beispielsweise zeigen, dass in den Banken der Bundesrepublik und der DDR die Digitalisierungsprozesse im Zeitraum von, sagen wir, 1957 bis 1991 keine Arbeitsplätze netto gekostet haben. Also es ist niemand dadurch arbeitslos geworden. Was ich zeigen kann, ist, dass es eher zu Verschiebungsprozessen kam. Dass also beispielsweise die Schreibtätigkeiten weniger wurden und dadurch natürlich auch weniger Sekretärinnen gebraucht wurden. Oder dass beispielsweise die Abtipparbeiten weniger wurden und dadurch weniger Tipperinnen gebraucht wurden. Datenerfasserinnen war der Fachbegriff dafür. Gleichzeitig gab es dann aber wiederum der Bedarf nach Berater, Beraterinnen in den jeweiligen Filialen. Und entgegen dieser Angsterzählung, dieser Krisenerzählung an der Digitalisierung, lässt sich eigentlich so im längeren Zeitverlauf sehr schön zeigen, wie dadurch es beispielsweise den Sparkassen in der Bundesrepublik oder auch den Geldinstituten in der DDR möglich war, zu expandieren und immer weitere Dienstleistungen anzubieten und damit eigentlich nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, aber zumindest die Möglichkeit hatten, über eben diesen Zeitverlauf zu expandieren und immer in der Bundesrepublik beispielsweise mehr Personal einzustellen. Das fand ich ganz interessant. Die Glaubwürdigkeit wird natürlich durch die großen Tech-Konzerne immer wieder negativ beeinflusst. Nehme ich mal das Beispiel Google, Amazon, Apple und wie sie heißen, die drehen ja immer an, wir wollen die Welt besser machen. Mhm.
Amazon, macht es denn die Welt tatsächlich besser? Sie profitieren von sozusagen der Globalisierung, haben unheimliche Wachstumsstory hinter sich. Jetzt in einer Krise zeigen sie ihr wahres Gesicht. Sie profitieren, können 100.000 Leute einstellen, aber de facto zahlen sie keine Steuern, wollen nichts fürs Gemeinwohl tun. Nicht mal mit Schutzmasken statten sie ihre Mitarbeiter aus. Da müssen Frankreich noch Prozesse geführt werden. So richtig besser machen sie die Welt ja damit nicht. Sie machen den Leuten ja dadurch, durch die großen Tech-Konzerne, die Macht, diese gewinnen, ja noch mehr Angst. Die großen Tech-Konzerne sind von Beginn an entscheidend gewesen, wie eigentlich das Image der Digitalisierung zu malen ist. Schaut man sich zum Beispiel an, wie Apple in den 1980er Jahren angetreten ist, um eben den großen damaligen Tech-Konzern IBM entgegenzutreten, dann ist es genau dieses Image des Rebells, des wir machen die Welt besser. Es ist eine Frau, die einen Hammer in das Gesicht von Big Brother wirft, während drumherum nur die hörigen Männer in grauen Anzügen letztlich hörig auf ihren Big Brother gucken. Und genau dieses Image ist von Beginn an eingeschrieben in die DNA dieser Konzerne. Sie haben, ähnlich wie jetzt beispielsweise auch Google, von Beginn an eben die Digitalisierung aufgeladen, im Hinblick auf diese Heilserwartung. Schaut man sich beispielsweise das Beispiel Google an, hatten die am Anfang genau dieses Motto, don't be evil. Und das haben sie inzwischen fallen gelassen, haben es verändert im Hinblick auf ein ausgewogenes, wir möchten die Informationen der Welt durchsuchbar machen und zur Verfügung stellen. Und ich glaube, genau diese Ambivalenz aufzuzeigen, auf der einen Seite die Service-Dienstleistung, die erbracht wird, beispielsweise so viel Informationen zur Verfügung zu stellen, wie der Menschheit noch kaum zur Verfügung stand. Und auf der anderen Seite die enormen Datengewinne, die viele Menschen noch überhaupt nicht absehen können. Und ich glaube, da ist auch eine kritische Beobachtung der Entwicklung dieser Zeit, dieser Konzerne sehr, sehr wichtig. Schaut man sich an, wie jung diese Konzerne eigentlich sind. Das sind keine etablierten Player. Google 1998 etwa aus der Taufe gehoben, von ehemaligen aus der Sowjetunion stammenden Programmierern und Entwicklern. Und innerhalb von nur 20 Jahren haben sie das Gesicht der Welt grundlegend verändert. Und das ist ihnen gelungen, indem sie eben genau diese Aufladung der Technologie vollzogen haben. Mhm, vielen Dank. Nun haben wir hier ja auch den Virus dargestellt, jetzt als neue Krise, die Corona-Krise. Und die Deutschen sind ja berühmt dafür, also Nummer 3 in der Welt von der Robotertechnik zu profitieren. Was ist, wenn so ein Virus uns nicht nur physisch die Welt zum Stillstand bringt, sondern tatsächlich ein Virus in die Robotertechnik eingreift und alles, was wir haben, ob Verwaltung, Suchmaschinen, Elektrik, unsere Arbeitsprozesse, Lieferketten, alles stilllegt? Werden wir nicht noch mehr anfällig für Viren in Cyberangriffen? Auch hier lohnt es sich, das Ganze in ein bisschen längeren Perspektive aufzuschlüsseln und sich anzuschauen, wie eigentlich solche komplexen Systeme, über die wir hier sprechen, also Versorgungssysteme, Produktionssysteme, Produktionsketten eigentlich funktionieren, an denen es neuralgische Punkte gibt. Ich möchte auch hier nochmal Sie in die 1980er Jahre entführen, in dem genau eben viele dieser automatischen Produktionsstrecken im Hinblick auf Computer Integrated Manufacturing und Computer Aided Design entstanden sind. Und da lässt sich eben sehr schön aufzeigen, inwieweit diese Produktionsketten aufgebaut wurden. Und das ist ja nicht nur Digitalisierung im Hinblick auf, wir haben die einzelne Fabrik, die wir denken können, in dem der Roboter arbeitet. Das Spannende ist ja, dass diese Fabrik verbunden ist mit Informationsströmen und Warenströmen. Das heißt, dass nicht nur ein Virus sozusagen den Roboter befällt, sondern dass dadurch ja ganze komplexe Systeme, die miteinander integriert sind, betroffen sein können. Ich finde ganz spannend, darauf hinzuweisen, inwieweit eigentlich solche Virenattacken, also was für
begreift man den Virus als Metapher. Lassen sich interessante Parallelen ziehen. Und zwar, wenn man sich anschaut, dass bereits in den 1980er Jahren, wir befinden uns ja hier in Potsdam, Teil der ehemaligen DDR, im Rechenzentrum des Datenverarbeitungszentrums Potsdam. Und das Spannende ist, es bereits in den späten 1980er Jahren ein Virus, das Fernmeldeamt des der DDR betroffen hat, befallen hat. Das heißt, das sind keine neuen Entwicklungen. Und die Frage ist, wie geht eigentlich Gesellschaft, wie geht es eigentlich Ökonomie mit den in der Technik inhärenten Risiken um? Und gerade an den Banken lässt sich beispielsweise zeigen, dass da ganz häufig auch einfach auf Running Systems gesetzt wurde. Anfangs wurden Daten noch nicht mal verschlüsselt. Dort wurden Produktionsprozesse zwar nach normalen Standards abgeschirmt, aber gerade Datensicherheit war zwar wichtig, aber entsprechend der eigentlich großen Risiken, die durch diese komplexen Systeme entstanden sind, immer einen kleinen Schritt hinterher. Und das Spannende ist, dass dann irgendwann in den 80er Jahren eben so dieses Denken ansetzt, okay, wie schützen wir eigentlich unsere Infrastruktur vor beispielsweise externen Angriffen? Das konnten Angriffe durch Computerviren sein, das konnten Angriffe durch physisches Eindringen sein. Und da gab es natürlich massenhaft Fälle, und gerade solche Fälle, solches Auftreten von Systemversagen hat dann überhaupt erstmal die Risiken offengelegt. Und das ist ein sehr typisches Beispiel, wenn man sich als Historiker Infrastrukturen anschaut, dann sind es gerade diese Infrastrukturen, die selbstverständlich werden, die wir tagtäglich benutzen und die funktionieren und die wir völlig selbstverständlich nehmen, sind in langer Linie entwickelt und haben natürlich Schwachpunkte. Und in dem Moment, in dem dann solche Schwachpunkte zutage treten, ist uns erstmal wieder bewusst, dass diese Infrastruktur überhaupt da ist. Ja. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Werkkomplex, zu den Containern, und setzen von dort aus das Gespräch fort. Wir befinden uns jetzt hier mit Herrn Schmidt in dem mitten meiner Container. Die Arbeit heißt Value Chain, übersetzt Wertschöpfungskette. Die Idee dahinter ist sozusagen durch die Reise, durch diese Container, die es auch in groß geben soll, den Menschen Nachdenken zu ermöglichen, was wirklich wichtig ist und worin was die Seele des Menschen ausmacht. Man kann in den Container, da geht es um die Norm. Der Container ist für mich sozusagen eine Norm, die weltweit Gültigkeit hat in allen 196 Ländern, aber Werte, die haben keine Gültigkeit, ob Menschenrechte, Freiheit, soziale Gerechtigkeit, haben keine Gültigkeit in allen 196 Ländern. Und wenn der Besucher in den Container hineingeht, erwartet ihn ein interaktiver Dialog, aber es ist sozusagen eine Blackbox-Analogie. Ich weiß nicht, was mich erwartet, wie gehe ich damit um? Und in der Digitalisierung ist es ja ähnlich. Man weiß nicht nur, was bei Fischer der interaktive Dialog nachher in dem Container ausmacht, sondern wenn ich eine Nachricht bekomme, ist die auch, ist da ein Virus dran oder nicht, kann ich mich schützen? Auch da gibt es die Blackbox-Analogie. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Blackbox-Analogie und Digitalisierung gemacht, Herr Schmidt? Also grundlegend lässt sich in der Technikgeschichte erstmal davon ausgehen, dass der Begriff der Blackbox ein klassisches Werkzeug der Technikanalyse ist. Man hat diese Blackbox-Werdung von Technik, in dem das noch nicht mal grundlegend negativ konnotiert sein muss. Es kann einerseits eine Komplexitätsreduktion der Technik sein. Die Technik wird zu einer Blackbox gemacht. Dadurch muss sich der Nutzer und die Nutzerin überhaupt nicht mehr darum kümmern, was eigentlich diese Technik ausmacht. Sie kann sie einfach benutzen.
Und das ist erstmal so diese grundlegende Funktion der Blackbox in der Technik. Und die Technikanalyse, die historische Technikanalyse, benutzt dann die Metapher der Blackbox, aber gleichzeitig auch, um Verschleierungen aufzudecken. Also was wird eigentlich in Technik sozusagen damit als vorausgesetzt, was wird als Technik verstanden, ohne dass man sich genau anguckt, was dahinter liegt, was passiert eigentlich in diesem, also nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, den Computer. Wir reden über den Computer, wir reden nicht über die Grafikkarte, wir reden nicht über die Maus, die wir benutzen, wir reden über sozusagen den Computer und das lässt sich dann sogar noch weiter aufdröseln. Also wir haben das Internet als sozusagen Blackbox. Die wenigsten wissen zwischen Internet und Web zu unterscheiden, was macht eigentlich das TCP-IP-Protokoll, was sind eigentlich die grundlegenden Funktionen eines Webservers. All dieses wird in der Blackbox runtergedampft. Und nun haben wir als Historiker und Historikerinnen die grundlegende Aufgabe, an den richtigen Stellen nachzuhaken und zu gucken, was wird eigentlich technisch verhandelt, welche Werte sind beispielsweise mit der Technologie verbunden. Das lässt sich sehr schön aufgreifen, indem man sich eben anguckt, die Aussage, es setzt sich nicht die beste Technik durch, sondern es gibt immer Interessensgruppen, die mit bestimmten Techniken bestimmte Bedürfnisse erfüllen. Und das lässt sich hier auch an den Containern sehr, sehr gut zeigen. Eben die Container sind nicht die beste Technik, um beispielsweise Waren von A nach B zu transportieren. Nein, es gab bestimmte Interessens- und Standardsetzungen, um weltweit ein globales Handelssystem aufzubauen. Und da gab es nicht nur die Reederer, die darin als Interessensgruppen Interesse hatten, so etwas wie den Standardcontainer zu entwickeln. Nein, auch beispielsweise die chinesischen Produktionshersteller und so weiter. Und dadurch hat sich quasi der Container als Blackbox herausgearbeitet, als Standard der Globalisierung im Warentransport. Und genau diese Standards brauchen wir beispielsweise auch in der Digitalisierung. Also gucken wir uns an, TCP-IP-Protokoll, eigentlich entwickelt, sichere Kommunikation bzw. zuverlässige Kommunikation unter US-Universitäten aufzubauen. Und militärische Kommunikation als Prototyp zu erproben und zwischenmenschliche Kommunikation schließlich durch die Interessensgruppen der Gegenkultur aufzugreifen. Und dadurch hat sich ein Standard entwickelt, der heute ganz grundlegend wie eine Blackbox geworden ist für jegliche Kommunikation. Telefon, Voice over IP ist beispielsweise so ein sehr prägnantes Beispiel, in dem dann eine Technologie, eine Technik, die wir lange benutzt haben, das Telefon, plötzlich dann über eine andere Schnittstelle, über einen anderen Standard geleitet wird. Und das wiederum bedingt ist durch Interessensgruppen. Was ich damit nochmal grundlegend zusammengefasst sagen möchte, ist, dass es ganz entscheidend ist, herauszuarbeiten, welche Gruppe hat eigentlich an welchen Techniken Interesse und diese setzt sich durch. Nicht dadurch, dass es sozusagen die beste Form ist. Das bringt mich zu einem ganz anderen Thema. Die Globalisierung wurde also durch den Container und die Digitalisierung vorangetrieben. Aber wäre es nicht viel entscheidender dann auch in dem Zusammenhang, erleben wir es ja jetzt mit Corona, wenn man Bildung digitalisieren würde? Und warum gibt es denn nicht einen weltweiten Standard für Bildung, sagen wir mal von der mittleren Reife? Schließlich führt das ja zu einer Befreiung, Lehrinhalte sozusagen standardisiert anzubieten und möglichst vielen Menschen auf der Welt den Zugang zu Bildung zu geben. Da kenne ich nur so private Initiativen wie die Khan-Akademie, die da Lehrfilme ins Internet gestellt hat. Aber warum haben wir nicht, sagen wir mal, seitens der Vereinten Nationen oder von als Entwicklungshilfe ein Interesse, solche Standards zu fördern? Da würde ich das nicht unterschätzen, was gerade sich mit dieser Idee des World Wide Web und des Internet verbunden hat. Schaut man sich beispielsweise eine Initiative wie Wikipedia an, dann sind das erste Ansätze dazu, wie sich neu Wissen aufbauen lässt, verteilen lässt und auch erzeugen lässt, also neue Mechanismen der Wissensproduktion sich erstellen lassen, in denen ein Impetus
der globalen, des globalen Informationsaustausches und damit auch der globalen Bildung sich verbunden hat. Deswegen würde ich da argumentieren, lässt sich in längerer Linie schon erkennen, inwieweit hier immer wieder neue Versuche gestartet wurden. Auch diese One Laptop per Child Initiative sind genau markante Merkmale, zumindest von einer Vorstellung einer neuen Wissensordnung. Und ich glaube, die Frage wäre auch, wollen wir überhaupt eine globale Standardisierung von Informations- und Wissensinhalten, von Bildung? Denn die Frage ist schon grundlegend, inwieweit sich damit dann beispielsweise koloniale Ideen neu reproduzieren, die sich wiederum häufig in solchen Ansätzen auch im Internet wiederfinden. Deswegen ist da schon grundlegend die Frage, wollen wir das überhaupt? Oder ist es nicht entscheidend, Wissensproduktion digital unterstützt, aber lokal zu produzieren? Okay, vielen Dank. Hier hinten ist so ein blauer Container, da geht es um die 5 Weltreligionen und die 5 Gebote, die in allen Weltreligionen gemein sind. Unter anderem steht da drauf, du sollst nicht lügen. Nun weiß man aber, dass durch die Social Media und die Politik, die beispielsweise ein Donald Trump verfolgt oder Herr Putin oder wer auch immer, Fake News benutzt, um die Leute zu verunsichern und sich für ihre Zwecke zu nutzen. Wie kann die Digitalisierung dazu beitragen, in unserer modernen Welt die Welt humaner zu machen und besser zu machen und nicht sozusagen gegen diese Gebote zu verstoßen und mehr Egoisten und Materialisten heranzuziehen, sondern hat das Gemeinwohl auch und die Solidarität auch eine Chance? Wenn man sich den Entstehungskontext der digitalen Technik anschaut, dann ist es der Kalte Krieg. Und wenn man sich anguckt, wie eigentlich im Kalten Krieg ganz bewusst mit Elementen der Propaganda und der Lüge gearbeitet wurde, muss diese krasse Art und Weise, wie heute mit Lüge und Falschinformation als politischem Tool gearbeitet wird, dass das als gar nicht so überraschend erstmal wirken, weil das ist genau eigentlich der Kontext, aus dem Techniken wie der Container oder Techniken wie das Internet herstammen. Ich glaube, das grundlegende Potenzial des World Wide Web hat sich beispielsweise in Möglichkeiten der Überprüfung, der kollektiven Überprüfung von Aussagen gezeigt. Also, dass man die Möglichkeit hat, nicht nur Falschinformationen damit zu verbreiten, sondern auch kollaborativ an den Punkten, an denen es wirklich entscheidend ist, jenseits dieses großen Datenstroms von Falschaussagen, beispielsweise Doktorarbeiten darauf zu, kollektiv zu prüfen, ob dort eigentlich sauber gearbeitet wurde. Da wäre jetzt zum Beispiel Vroniplug oder die ganzen Plagiatsfälle. Es besteht die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und sich darüber auszutauschen, was eigentlich gerade in bestimmten Regionen passiert. Twitter bietet die Möglichkeit eines ganz neuen Blickes. Natürlich setzen bestimmte Akteure, gehen genau in diese Schnittstelle und versuchen dort massiv mit Falschinformationen das zu verzerren. Aber grundlegend bieten diese Techniken die Möglichkeit, gegenseitigen, sehr niedrigschwelligen Informationsaustausch. Und wenn man sich das wiederum anschaut und vergleicht mit eigentlich einer Situation, wie wir sie in eben den Hochzeiten des Kalten Krieges hatten, in denen Rundfunk und Printmedien die Hauptinformationsquelle waren, und gerade Vervielfältigungsstrategien von alternativen Meinungen relativ schwierig waren. Mir fällt ein schönes Beispiel aus der DDR ein, in denen eben die Drucker, die an die Computer angeschlossen wurden, immer stets sehr, sehr genau von der Stasi überwacht wurden, weil hier die Möglichkeit bestand, Informationen breit zu streuen und zu verteilen. Die größte Sorge war damals das Flugblatt. Das muss man sich dann nochmal vorstellen, eben das Flugblatt als politische Meinungsäußerung. Und genau deswegen würde ich da sehr davor warnen, das Internet zu verteufeln im Hinblick auf
Falschinformationen. Es ist gerade im Diskurs, jetzt in den frühen 2020er Jahren, sehr, sehr explizit, und ich würde auch sagen, es ist eine reale Gefahr. Ja, die Technik bietet aber, die Technik ist dabei nicht zu verteufeln, sondern die Technik bietet genauso in ihrer Grundlage die Möglichkeit, von Bevölkerungen, von Nutzerinnen und Nutzern sehr niederschwellig miteinander Informationen auszutauschen und sich eben darüber auszutauschen, was dort präsentiert wird. Es wird ganz deutlich Meinungsmacher gemacht, das steht außer Frage, und es werden auch alte Institutionen unterhöhlt, die früher eine große Glaubwürdigkeit hatten. Ich wäre nur vorsichtig, das dann eins zu eins auf die Digitalisierung zu übertragen, denn wie der Technikhistoriker das so kurz zusammenfasst, Technik ist weder gut noch böse noch neutral. Ja, wir wollten noch mal kurz zu dieser Skulptur etwas sagen. Die heißt Harvest of the Quiet Eye, eine Dokumentarweste mit Aufsicht, beobachtet von einer Kamera, ein transparenter Rock mit Überwachungsthemen. Hier kann man vielleicht im Rahmen der Digitalisierung die Aufmerksamkeit drauf lenken. Auch da, diese stellt eine mögliche Person, eine Identität dar. Und in der heutigen Welt muss der einzelne Bürger doch befürchten, dass seine Identität zu einer eigenen Währung im Netz wird. Er bezahlt, er surft, er hat seine Vorlieben, seine Freunde, sein ganzes Verhalten ist abgebildet. Und immer mehr, ich sag mal, Cyberräuber haben die Möglichkeit, seine Identität zu klauen, sie zu missbrauchen und gegen ihn zu verwenden. Wie sieht das ein Historiker im Rahmen der Digitalisierung? Das ist ein interessanter Prozess. Also inwieweit verändert sich Identität im digitalen Zeitalter? Und da lässt sich auch wieder sehr schön eigentlich auf die Banken schauen. Wenn man sich anguckt, wie die Banken verschiedene Projekte in den 1970er Jahren begannen zu implementieren im Hinblick auf Harvest of the Blind Eye. Wie war die? Harvest of the Quiet Eye. The Quiet Eye. Also das stille Auge erntet. Und Banken haben, also beispielsweise die Sparkassen 1972, ein ganz entscheidendes Paper geschrieben, wo es darum geht, wie können wir eigentlich einen Kunden informationell erfassen. Es ging dabei um Privatkreditvergabe, also die Möglichkeit, die Kreditausfallwahrscheinlichkeit eines Kunden zu ermitteln. Dafür wurden verschiedene Faktoren herangezogen, also beispielsweise die Bonität, das Alter, das Einkommen, aber auch etwas seltsame oder weiterführende Faktoren, wie beispielsweise Besitz eines Telefons oder Lebensstil. Zu Beginn waren das hauptsächlich im Hinblick auf Unternehmenskredite, also die Frage, gebe ich einem Unternehmer einen Kredit? Genau diese Unternehmenskreditvergabe sollte digitalisiert werden, das heißt rationalisiert, vereinfacht werden und beschleunigt werden. Und das ist ein Prozess, der sich sehr, sehr schön beobachten lässt. Gab es eben 1972 dieses Paper, was geschrieben wurde, und das wurde dann in den 80er Jahren in großen Filialen und in großen Häusern der Sparkassenorganisation implementiert. Und da lassen sich eben solche grundlegenden Elemente der Kundenbeobachtung schon mal feststellen, also wie der Kunde und die Kundin eigentlich informationalisiert werden, also seine Identität in Datenpakete zerlegt wurde und neu rekonfiguriert wurde und dadurch auch sich das Bild der Sparkasse vom Kunden und der Kundin verändert hatte, aber gleichzeitig auch, und das ist immer wieder darauf hinzuweisen, eigentlich das Bild der Sparkasse von sich selber auch verändert hatte. Also dadurch, dass sie ihre Kunden gemonitort haben, beobachtet haben, hat sich auch gleichzeitig der Blick wieder nach innen gewandt. Also wurden die eigenen Prozesse, die eigenen Mitarbeiter. Das ist keine Einbahnstraße. Genau, das ist immer ein wechselseitiger Prozess. Darauf weisen Technikhistoriker und Technikhistorikerinnen immer wieder hin. Es ist also ein wechselseitiger Prozess der gegenseitigen Beeinflussung. Also hier wäre dann auch zu fragen, was eigentlich sozusagen das Auge in dieser Metapher, inwieweit eigentlich der Blick des Auges dadurch verändert wird, was es sieht.
Und das lässt sich dann auch wieder in größerer Linie sehen. Also es gab große Projekte beispielsweise in der DDR von der Stasi im Hinblick auf die Beobachtung der Bürger und Bürgerinnen und das zu digitalisieren. Ich glaube, eine Behörde wie die Stasi in heutigen Zeiten hätte enormes technologisches Potenzial, was es ausschöpfen könnte. Und es lässt sich aber zeigen, wie das in den 1980er Jahren schon begonnen wurde aufzubauen. Und das ist auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen, inwieweit eigentlich solche Potenziale aufgebaut werden. Es lässt sich aber auch gleichzeitig zeigen, mein Kollege Rüdiger Bergien vom Zentrum für Zeithistorische Forschung hat eben auch sehr genau zeigen können, wie eigentlich der Bundesnachrichtendienst oder die Stasi eben dadurch nicht in allen Punkten immer effizienter gearbeitet hatte. Genau, weil dort auch wieder innerbehördliche Auseinandersetzungen über die Hoheit dieser Daten dazu geführt haben, dass es zu Blockaden kam. Also in denen, Zielkonflikte sozusagen. Genau, in denen dann eigentlich sehr effiziente technische Systeme zur Überwachung implementiert waren, dass aber die unterschiedlichen Interessen wiederum in beispielsweise der Staatssicherheit dazu geführt haben, dass diese Systeme weitaus weniger effizient waren, als sie eigentlich in der Angst der Bevölkerung gewesen waren. Und das ist die zweite Dimension und ich glaube die dritte Dimension, also erste Dimension Informationalisierung des Menschen, zweite Dimension eben die administrative Institution, die dahinter steht und die dritte Dimension davon ist natürlich auch ein Diskurs, der sich da wieder ähnlich wie wir vorhin bei der Digitalisierung im Hinblick auf Rationalisierung und Angst vor Jobverlust besprochen haben, ist es hier auch wieder ein Diskurs, der bewusst gefahren wird. Also die Frage der Überwachung nicht unbedingt als notwendiger Konsequenz, sondern die notwendige Konsequenzen nach sich zieht, sondern auch einfach die Beobachtung als Verhaltensanpassung. Und genau diese drei Dimensionen lassen sich an verschiedensten Beispielen historisch durchexerzieren. Also man könnte sich zum Beispiel anschauen, wie hat sich eigentlich dieser sogenannte Überwachungsstaat in China entwickelt, wo wir heute sehr viel über Credit Scoring sprechen und über die Frage von Gesichtserkennung, die dort so perfekt implementiert wurde. Was sagt uns das eigentlich über unser Bild von China aus? Also ich möchte damit die Gefahr, die davon ausgeht, gar nicht jetzt minimieren, sondern es ist aber immer auch eine Frage dessen, wie wir eine bestimmte Implementation der Technologie historisch interpretieren. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir in den nächsten Raum zur Werkgruppe Wasserstandsmeldungen und setzen dort das Gespräch zum letzten Teil fort. Ja, gerne. Wir befinden uns hier vor den Arbeiten 5 Millionen Wasserstandsmeldungen, einmal aus dem Jahr 2005 und gegenüber 5 Arbeiten aus dem Jahr 2018. Hier geht es um das Informationsverhalten des Menschen im digitalen Zeitalter. Und was sind Wasserstandsmeldungen? Das sind sozusagen aus der Klimaforschung das Thema, was ist eine Nachricht, die Gefahr im Verzug signalisiert. Und derjenige, den sie erreicht, der muss entscheiden, ist die Gefahr für mich gegeben, ja oder nein? Ist der Wasserstand hoch oder niedrig? Ich muss mein eigenes Handeln davon ableiten. Und das habe ich im übertragenen Sinne benutzt, weil zunehmend die Menschen in dem Internet sich einseitig informieren, in Filterblasen leben und immer in der Wagenburg der Gleichgesinnten zunehmend leben. Und dann habe ich einen abstrakten Filter genommen, nämlich einfach mal eine Zahl 5 Millionen und danach selektiert. Und jetzt kann jeder entscheiden, kennt er die Nachricht, kennt er sie nicht. Und ist sie für ihn relevant und hat es eine Bedeutung und liegt es vielleicht, wenn er sie nicht kennt, an seinem einseitigen Informationsverhalten.
Die Frage, die ich Herrn Schmidt stelle in dem Zusammenhang, ist ja, diese Digitalisierung führt vor diesem Hintergrund. Wir kennen ja das Social Distancing jetzt nach dem Virus, aber das ist sozusagen ein intellektuelles, geistiges Social Distancing, wenn ich mich einseitig informiere. Und man hat das Gefühl, das führt immer mehr zu einer Spaltung der Gesellschaft und führt bei den Nutzern nicht zu einer Erhöhung der Dialogfähigkeit, sondern ist eher eine Gefahr für eine Demokratie. Oder wie empfinden Sie das in dem Kontext? Hier möchte ich als Zeithistoriker antworten. Wenn man sich gerade als Zeithistoriker anschaut, die längere Linie solcher medialen Entwicklungen, würde ich konkret die Frage stellen, wie neu sind eigentlich solche Filterblasen? Schaut man sich wieder an, die mediale Situation im Kalten Krieg, 1970er Jahre, 1960er Jahre, guckt man dort mal in den Spiegel oder guckt man mal in die FAZ oder guckt mal in die Bild-Zeitung, dann sind das bestimmte Informationsblasen, vor denen sich Menschen informiert haben. Und jemand, der die FAZ gelesen hat, die damals noch deutlich markanter geschrieben hatte, oder die Süddeutsche, das waren bereits die jeweiligen Informationsblasen, in denen sich Bürgerinnen und Bürger bewegt haben. Das waren die Informationen, die zu ihnen kamen. Das wäre so als vorausgeschickt. Und ich glaube, dass die Adaption der Gesellschaft an die neuen Technologien jetzt seit den 1990er Jahren so langsam fortschreitet. Also die Menschen sind immer mehr in der Lage, mit diesen Tools, die sie umgeben, umzugehen, sie einzuschätzen, sie einzuordnen. Twitter ist keine neue Entwicklung mehr. Twitter, wo sich ja was als Beispiel dieser Informationsblasenbildung oder auch Facebook, inzwischen sind sich die Personen immer viel mehr bewusster eigentlich darüber, was diese Techniken machen. Es wird in der Tagesschau darüber berichtet, es wird in den Medien darüber berichtet. Das Interessante ist, wie werden dann aber die einzelnen Informationselemente bewertet? Und da scheint sich zu zeigen, dass eben dieser Effekt der Bestätigung der eigenen Meinung ganz stark ist. Das hat schon der Soziologe Manuel Castells in seinem Buch zur Informationsgesellschaft, dem Aufstieg der Informationsgesellschaft, nachgewiesen, dass eben dieser psychologische Effekt der Bestätigung der eigenen Meinung sehr stark ist. Inzwischen haben ja auch die großen Konzerne, beispielsweise Facebook, Google, Instagram, was ja zu Facebook gehört, reagiert, Twitter, und versuchen eben bewusst in die Feeds auch konträre Meinungen einzuspielen und somit einen gesellschaftlichen Dialog zu etablieren. Ich finde es nur sehr, sehr gefährlich, wenn sich eben gesellschaftlicher Dialog in kommerzialisierte Plattformen bewegt. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall eine Gefahr besteht. Ja. Mhm. Im Zuge der Digitalisierung leben die Menschen in immer sich schneller veränderten Welt, im zunehmenden Paradigmenwechsel, inmitten eines Paradigmenwechsels und werden durch alle Nachrichten und die Umgebung im Grunde bekommen eine Reizüberflutung und wissen gar nicht mehr, was sie zunächst als erstes verarbeiten sollen, Informationen. Und da ist es natürlich leichter, wenn man von seiner Filterblase oder von einem Algorithmus vorgegeben bekommt, was denn um ihn möglichst wenig aus seiner Komfortzone locken zu müssen. Wie sehen Sie das? Ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz deutlich macht, was eigentlich die gesellschaftliche Aufgabe beispielsweise von Künstlern oder Künstlerinnen, Historiker, Historikerinnen sein kann. Das ist nämlich genau die Algorithmen zu verstehen, die dahinter uns diese Informationen ausspielen. Weil per se würde ich noch nicht mal sagen, das ist etwas Schlechtes, sondern Menschen haben schon immer gefiltert. Und das ist auch eine grundlegende Art und Weise, in der Welt sich bewegen zu können, eben von einem Kind, was Sinnesreize noch sehr wenig filtert, hin zu dem erwachsenen Menschen, der schon genau Filter dafür entwickelt hat, sich in einer immer sehr komplexen, auch visuellen Gegenwart zu bewegen. Und in dem Hinblick würde ich auch argumentieren, dass auch gerade von InformatikerInnen-Sicht die Entwicklung von Algorithmen für die Aussortierung von Informationen
Informationen sehr entscheidend ist. Die Frage ist nur, wie werden sie gestaltet? Und da ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, genau hinzugucken, was für Prinzipien dort eigentlich in diesen Algorithmen implementiert wurden. Der zweite Aspekt, den ich an Ihrer Aussage sehr, sehr spannend finde, ist der Frage der permanenten Gegenwart oder der Frage der Beschleunigung und der Gegenwartsschrumpfung. Da haben sich SoziologInnen und HistorikerInnen auch schon viel Gedanken darüber gemacht, inwieweit eigentlich wir in einer beschleunigten Gegenwart denn leben. Und das ist genau wiederum ein Diskurs, der häufig sich mit Technik verbindet. Also schaut man sich beispielsweise die frühen Diskurse zur Eisenbahn an, dann war das genau ein Diskurs der Beschleunigung, der Überforderung der Menschen. Und da haben wir in unseren Forschungsprojekten am Zentrum für zeithistorische Forschung und an der Technischen Universität Darmstadt immer wieder Gegenpunkte versucht zu setzen, also sich auch anzuschauen, wo eigentlich Entschleunigungsmechanismen passieren. Also es ist ja genau dieser Trend des beispielsweise Slow Food und diese Aussteigerbewegung, die sich in den 1980er Jahren sich feststellen lässt, von Menschen, die sich bewusst rausnehmen, eventuelles Luxusgut, das wäre dann wieder noch weiter zu diskutieren. Aber auch, das konnte ich zum Beispiel an den Banken zeigen, wie dort auch durch Digitalisierung retardierende Momente entstehen. Also beispielsweise bei der Etablierung früher Digitalisierungssysteme im Bankwesen der DDR und auch der Bundesrepublik war die grundlegende Voraussetzung, um Bankdienstleistungen für eine große Menge an Menschen zur Verfügung zu stellen, die Notwendigkeit, dann auch die Zahlungsverkehrsströme zu entschleunigen. Also dass beispielsweise dann immer mehr Menschen ein Girokonto hatten, aber nicht jeder Einzelne sofort seinen Kontostand abrufen konnte, weil es eben nicht mehr die Buchführung auf Papier gab, sondern dann auf Lochkarte und später in der digitalen Datenbank. Und das dann wiederum zentral gespeichert wurde und erst wiederum durch die Vernetzung dieser Datenbestände in den 70er Jahren wieder dieselbe Geschwindigkeit erreicht wurde wie zuvor in den 1930er, 40er Jahren eben mit der Buchführung auf Papier. Und solche ganz spannenden auch Verlangsamungselemente, danach schauen Historiker und Historikerinnen und gucken sich an, wie eigentlich auch solche großgesellschaftlichen Krisendiagnosen von Beschleunigung und alles wird immer furchtbarer und schlimmer und wir können uns gar nicht mehr konzentrieren. Manfred Spitzer ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir alle durch Digitalisierung dumm werden und da ist es und Aufmerksamkeit verlieren. Und da ist es die Aufgabe von Künstlern, Künstlerinnen, Historiker, Historikerinnen reinzugehen und sich anzugucken, okay, was passiert da denn eigentlich wirklich? Was sind denn die größeren langfristigen Auswirkungen? Und das ist schon ein interessanter Punkt. Und als letztes möchte ich noch anbringen, dass natürlich solche Wasserstandsmeldungen, wie wir sie hier an solchen Twitter-Nachrichten oder an Nachrichten aus den News-Redaktionen, dass das natürlich für Historiker und Historikerinnen eine wunderbare Quelle sind, um eben genau den Umgang mit Informationen zu untersuchen im digitalen Zeitalter. Interessant. Habe ich auch wieder etwas dazugelernt. Genau darum geht es in dieser Gesprächsreihe. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Einfach mal Ungewöhnliches. Ein Künstler redet mit einem Zeithistoriker. Es sollen noch weitere Gespräche folgen, um auf ein und dieselbe Sache in der Welt, die Themen, die uns alle angehen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu sprechen. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir können noch lange diese Gesprächsreihe fortsetzen. Ja, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und die künstlerischen Perspektiven auf die Digitalisierung. Vielen Dank.